Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi, The Vanishing of Ethan Carter. Und wir waren hier unten in der Mine, haben Missys Tod erlebt, Ethan ist geflüchtet und wir wollen jetzt auch flüchten, wir wollen raus aus der Mine. Jede Szene endet damit, dass ein anderer sterben musste anstelle von Ethan. Ethan entkommen konnte. Da waren die Geschichten und wir haben erfahren, dass irgendjemand irgendwas im Keller hortet, irgendwelche Erfindungen, Patente angemeldet hat. Wo ist das Haus, wo Ethan den Raum geöffnet hat? Den Raum, den er nicht hätte öffnen sollen. Und wie kommen wir hier wieder aus dieser Mine raus? Kommen wir hier überhaupt wieder raus? Da ging es doch runter. Ich glaube, wir müssen da wieder raus. Hier geht es nicht weiter. Eigentlich will ich nicht nach unten. Durch diese kochende Suppe waren wir doch schon gegangen. Oder war das an einer anderen Stelle? Ich bin verwirrt. Was soll ich sagen? Das Spiel trägt zur Verwirrung bei. Auch zur Anregung der Fantasie. Man kann seine eigenen Lösungsansätze hier kreieren oder man ermittelt dann die Dinge. Ach doch, das ist der Weg, von dem wir gekommen sind. Also ist Ethan hier aber offensichtlich auch wieder raus aus der Mine. Und die Mine hat sich, wir haben es quasi abgeschlossen, dieses Kapitel hat sich so bläulich verfärbt. Das heißt, wir sind damit durch. Und wo gehen wir nun hin? Können wir hier nochmal zu dem Haus gucken? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Oh, diese Musik. Sie macht es mir nicht leicht, hier hineinzugehen. Öffnen? Es ist offen. Keine Vision. Kein Toter. Ist uns da vielleicht was entgangen? Sind wir doch nicht der Reihenfolge des Spiels gefolgt? Oder gibt es hier einfach nichts zu entdecken? Nichts zu sehen? Nichts zu untersuchen? Keine Vision. You disturbed it, not me. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. This sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there. Fat as a bullfrog, digesting. Und an dieser Stelle, meine lieben Freunde, setzt der Nebelbug ein. Ich bin jetzt nicht mehr im Let's Play, sondern die Stimme aus dem Off und bin hier minutenlang noch rumgerannt und kam nicht mehr raus aus der ganzen Nummer und musste dann von einem Speicherpunkt nochmal starten und da waren einige Erfolge weg und jetzt gibt es ein bisschen ein
harten Cut. Wir sind wieder zurück in Richtung Staudamm und versuchen da noch die übrig gebliebenen Rätsel zu lösen. Und es geht weiter bei dem verschwundenen Haus. Wir sind hier am Staudamm und hier bei dem Einhaus, wo ich schon mal ziemlich am Anfang war. Und da ist mir eine Sache durch die Lappen gegangen. Und das habe ich jetzt gemerkt, nachdem ich nochmal alle Sachen hier abgelaufen bin. Nämlich, wenn man diesen Brief liest, mit dieser Beschwörungsformel, und nicht mehr weiß, was das war, schau dir Part 2, 3 irgendwie, also ziemlich am Anfang. Und dann verändert sich hier was. Jetzt sind wir nämlich im Haus und müssen quasi die Räume hier durchklicken. Und das ist ziemlich schwer. Ich habe es schon mal gemacht, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und das Beste ist, man macht sich einen Plan. Also rechts habe ich jetzt zweimal geklickt. Jetzt bin ich hier oben. Das war schlecht. Nochmal lesen. Was, wenn ich durch den rechten Raum einfach nur durchgehe, ohne ihn zu tauschen? Geht auch. Und wieder am Anfang. Wow. Also man muss sich hier irgendwie die Räume richtig sortieren. Aber so richtig wie, weiß ich auch nicht. Ein Rätselspaß, genau das Richtige für den Lumi. Gut aus. Ja. Nein. War nicht gut. War nicht gut. Aber ich habe da auch kein Muster gefunden. Wieder am Anfang. Mann. Okay, der Raum ist quasi erschlossen. Jetzt sind wir hier. Und wieder das Ganze auf Anfang. Treppe. Hier. Ja. Nein, das war falsch. Irgendwie das Haus hier quasi zusammenpuzzeln, habe ich das Gefühl. Das sieht schon mal gut aus, grundsätzlich. Grundsätzlich nicht verkehrt. Also das haben wir uns erschlossen, so. Wollen wir das tauschen? Ich würde sagen, ja. Ist das hier eine Außenmauer? Ja, da könnte durchaus ein Fenster links sein. Treppe ist Quatsch. Auch, ich würde sagen, hier. Ja. Fenster links, Raum erschlossen. Okay, so funktioniert's also. Wir müssen das Haus quasi zusammenpuzzeln.
zusammensetzen. Dass die Räume anschauen. Dann gucken, was Sinn macht. Hier wäre... Das Quatsch. Das könnte natürlich sein. Rechts ein Fenster. Ja, ich würde sagen, das hier. Ja, sieht gut aus. Okay, also ein bisschen an der Außenwand entlang orientieren. Könnte natürlich ein langer Flur sein. Könnte ein kleines Zimmer sein. Langer Flur, ich weiß es nicht. Langer Flur mit Fenster. Ich würde ja fast sagen, der lange Flur mit Fenster. Aber wir gucken mal hier nochmal. Der Dachboden. Der Dachboden ist sicher oben. Nee. Oh, fuck, ey. Mal hier. Das könnte passen. Das. Das auch. Nein. Nein, ich glaube hier. Links sind Fenster. Ja. Ich glaube, hoffe. Ja. Okay, hier ist auch wieder so ein Bretterverschlag. Das, aber hier ist die Außenmauer. Also muss links auch Außenmauer sein. Das könnte sein hier. Ja, okay. Okay, ich würde sagen, hier oben ist dann Dachboden. Definitiv, jawohl, das passt. Das passt. Ja, vielleicht ist das Ethans Zimmer. Hat er gelesen, Jules Verne. Hat ja eine blühende Fantasie, wie wir festgestellt haben. Okay, was fehlt jetzt noch? Ist das hier der einzige Raum, der noch fehlt? Haben wir die anderen alle... alle enträtselt? Nee, hier ist noch einer. Das passt nicht. Das könnte passen. Ist das Haus noch so lang? Nee, ich würde eher sagen, kurzer Flur. War doch noch ein kurzer. Das hier. Nein, das eben nicht. Ah, fuck. Ach, das ist ganz schön... ganz schön tricky, meine lieben Freunde. Gehe ich doch nochmal hier gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolleres zum Zusammensetzen ist. Aber offensichtlich nicht. Hier haben wir alles. Hier haben wir alle Räume zusammengesetzt. Innenraum. Huhu. Hier kommt man rein. Hier geht man die Treppe hoch. Das ist der Dachboden. Fehlt doch nur noch der lange Flur mit Fenster, oder? Sehe ich das falsch? Nee, sieh, das ist... Aber das würde auch passen. Jawohl, ich glaube, oder? Und nun? Zumindest. Oh doch, da unten. Da unten ist noch was. Also hier ist jedenfalls eine Außenmauer links. Passt nicht vom Verhältnis. Aber das auch nicht. Nein. Nein. Ach Mensch. Auf ein neues.
Also mit Logik geht's schon irgendwie. Ne, ist Quatsch. Hier. Auch Quatsch gewesen. Ach, ich weiß es ja auch nicht mehr, wie es war, um ehrlich zu sein. So, das passt. Da muss man gar nichts machen. Und hier kommt die Treppe nach oben vom Hausflur, ne? Hier ist so eine Innenkammer, das passt auch. So, hier geht's in dieses, ja, Wohnzimmer. Gut, hier unten haben wir jetzt alles soweit ganz schick. Und dann würde ich sagen, ganz oben ist Dachboden. Ganz oben war Dachboden, da war quasi Ethans Zimmer, meine ich. Und zwar, das könnte natürlich hier auch sein. Nein, war nicht, war Quatsch, oder? Ja, man hat so ein paar, zwei Versuche wahrscheinlich, habe ich das Gefühl, wie man falsch liegen kann. Also ganz oben Ethans Zimmer. Machen wir nochmal. Das war nicht schlecht. Das hier. Jawohl. Okay. Okay, jetzt hier ist wieder was mit Außenmauer. Das hier könnte passen. Jawohl. So, und jetzt hier ist auch wieder... Das passt. Nein, da ist die Treppe nach oben. Das hier, das passt. Jawohl. Und hier muss wieder was sein. Nee, das ist Quatsch. Das passt. Das ist Quatsch. Quatsch, das passt. Okay. Und jetzt ist wieder hier das Ding. Der lange Flur mit Fenster. Was? Was? Wow. Okay. Sind wir hier wieder? Das könnte hier ein Giebel sein. Ist das eine Außenmauer gewesen? Nein. Hier geht's rein. Also links könnte durchaus hier ein Zimmer sein, geradezu. Geradezu ein Fenster passt. Das könnte passen. Jawohl. Nein. Fuck. Oh, doch. Wo sind wir hier? Das sieht aber aus wie... Es ist neu. Okay. Was ist das? Ein verletzter Kopf hier in den Schraubzwingen? Irgendwelche Bilder. Menschen mit Köpfen in der Hand. Ein Kasten, mit dem man irgendwelche Sachen braut. Okay. Wir schauen mal rein. Auf Deutsch. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. »Wir möchten auch in die Zukunft sehen«, sagten sie ihm. Aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Hier ist noch was zum Lesen. Brand legt Alkoholschmuggel frei von Daniel Jofferson. Bayfield County Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Orchard einen Brand
bekämpften. Dem Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahlkopf, der zur Aufbewahrung der Whiskymaische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schaefel, es könne sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Polizisten vor Ort bargen eine 1/2 Gallone schwarzgebrannten Apfelschnaps und 1 Gallone geschmacklosen Schnaps. Apfelwein und Zimtstangen wurden auch neben der Brauerei gefunden. Die Polizei konnte noch nicht feststellen, wem die Brauerei gehört. Okay. Geht es um Alkoholschmuggel? Vielleicht hat ihn das zu dieser Geschichte mit dem Zauberer inspiriert. Offensichtlich. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Und hier hinunter. Und ich würde sagen, wir haben das Rätsel des Hauses gelöst. Und wie es weitergeht, das siehst du in der nächsten Folge. Ciao, tschüss, dein Lumi.